Meditation boomt. Insbesondere sogenannte Achtsamkeitskurse erfreuen sich auch in der Schweiz wachsender Beliebtheit. Nicht nur Einzelne buchen diese Kurse, sondern auch Universitäten, Sportverbände, Unternehmen und Schulen üben sich neuerdings in Achtsamkeit. Kein Wunder, denn entsprechende wissenschaftliche Studien sollen beweisen, dass uns regelmäßiges Meditieren stressresistenter und sogar mitfühlender macht. Einer, der das nicht ganz so positiv sieht, ist der britische Historiker Theodore Seldin. Er sagt, Mitgefühl trainieren wir, indem wir anderen Menschen helfen und nicht, indem wir uns aufs Meditationskissen setzen. Ihn treffe ich später in Zürich zum Gespräch. Doch zuerst spreche ich mit Richard Davidson. Der Neurowissenschaftler ist einer der führenden Experten, wenn es um die Frage geht, welche Auswirkungen Meditation auf unser Gehirn und unsere Gesundheit hat. Er ist im Moment zu Gast auf dem Landgut Riet in der Nähe von Bern, wo er seine Forschungsresultate präsentiert. Hier sind wir zu Gast. Ich freue mich aufs Gespräch. Richard Davidson, Sie sind Professor für Psychologie und Psychiatrie an der Universität Madison, Wisconsin. Sie sind ein sehr gefragter Mann. Sie haben es auch schon auf die Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten des Time Magazine geschafft. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben für uns. Es freut mich, hier zu sein. Vielen Dank. Meditation ist ein riesiger Boom. Glauben Sie, dass wir irgendwann alle meditieren? Ich glaube, eines Tages wird man dem mentalen Training den gleichen Stellenwert beimessen wie heute der körperlichen Fitness. In den meisten westlichen Ländern weiß man inzwischen, dass körperliche Betätigung gesund ist. Und viele nehmen sich jede Woche Zeit dafür. Ich denke, man wird irgendwann mentale Übungen, leichte Meditationsformen so häufig absolvieren wie körperliches Training, sobald man merkt, wie wichtig dies für unseren Geist und unser Gehirn ist. Es gibt ganz unterschiedliche Formen der Meditation. Sie sagen auch, so wie es unterschiedliche Sportarten gibt, gibt es auch unterschiedliche Meditationsformen. Bei uns ist es vor allem die Achtsamkeitsmeditation, die sich großer Beliebtheit erfreut. Sie wurde vor allem von Jon Kabat-Zinn weiterentwickelt und sozusagen populär gemacht. Und Jon Kabat-Zinn war auch bei uns in der Sternstunde Philosophie zu Gast vor 2 Jahren. Schauen wir kurz gemeinsam zurück. Entwickelt hat die Achtsamkeitsmeditation der US-Amerikaner Jon Kabat-Zinn Ende der 70er Jahre. Seine Absicht war es, östliche Zen-Meditation und Yoga mit westlicher Medizin zu verbinden. Meditation im Westen einzuführen, das klang 1979 völlig verrückt, als wäre ich ein bekiffter Hippie, der das Gesundheitssystem missbrauchen will. Doch dann bekam der vermeintliche Guru Schützenhilfe von der Wissenschaft. Der Neurologe Richard Davidson begann, die Auswirkungen von Meditation auf das Gehirn zu erforschen, mit spektakulären Resultaten. 2004 zeigte er in einer Studie mit buddhistischen Mönchen, dass regelmäßige Meditation die Hirnströme verändert. Sobald die Wissenschaft anfing, sich damit zu befassen, ich begann damit 1979, wurde es sehr schwierig zu behaupten, dass Meditation nichts bringe. Nun hatten wir nicht mehr bloß die anekdotischen Nachweise von zahlreichen Patienten mit vielen unterschiedlichen chronischen Diagnosen, sondern auch die wissenschaftlichen, objektiveren Resultate. Sie zeigten, dass Meditation die Physiologie sowie die Architektur und Struktur ihres Gehirns wirklich verändert. Die Anzahl der Studien zum Thema ist seither förmlich explodiert. In vielen konnten positive Effekte auf den Organismus und das Gehirn nachgewiesen werden. Bei Probanden, die regelmäßig meditieren, stellte man im Gehirn Veränderungen in Regionen fest, die für Erinnerungen, Körperbewusstsein oder den Umgang mit Emotionen zentral sind. Sie sind ein Pionier, wenn es darum geht, die Auswirkungen der Meditation auf Gehirn und Geist und Gesundheit zu erforschen. Sie haben ein neues Buch vorgelegt, Altered Traits, und in diesem Buch sagen Sie aber auch, wir müssen ein bisschen bremsen, was die Erwartungen anbelangt. Ich würde gerne von Ihnen wissen, welche Resultate sind dann wirklich gesichert?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Und wie Sie erwähnt haben, untersuchte ich in diesem Buch zusammen mit dem Psychologen Daniel Goleman die wichtigsten Forschungsergebnisse im Bereich der Meditation. Das Buch heißt auf Englisch Altered Traits. Damit verweisen wir auf die langfristigen Veränderungen durch die Meditationspraxis. Wie sich herausgestellt hat, gibt es nur wenige wissenschaftlich anerkannte Untersuchungen, die belegen, dass Meditieren das Gehirn tatsächlich langfristig verändert. Aber wir haben immerhin fundierte Forschungsergebnisse für verschiedene Bereiche gefunden, zum Beispiel bezüglich der Aufmerksamkeit. Es steht außer Frage, dass wir, wie der Psychologe William James 1890 sagte, unsere Aufmerksamkeit schulen können. Wir können lernen, unsere Konzentrationsfähigkeit zu verbessern und unseren zerstreuten Geist zu bändigen. Mit etwas Training kriegen wir das hin. Und gewisse Hirnareale werden durch die Meditationspraxis tatsächlich verändert. Wie die Forschung zeigt, braucht es dafür gar nicht so viel. Schon nach 20 oder 30 Meditationsstunden lassen sich Veränderungen im Gehirn nachweisen. Das heißt nicht, dass diese dauerhaft sind, aber dass sie schon nach kurzer Zeit eintreten können. Es braucht hingegen mehr Praxis, bis aus den Veränderungen so etwas wie eine bleibende, neue Grundstruktur wird. Eine der wichtigen Ideen ist ja die sogenannte Neuroplastizität, also die Vorstellung, dass auch das Gehirn wirklich formbar ist, wie Sie jetzt gesagt haben, wenn man lange meditiert, auch nachhaltig veränderbar ist. Sie sagen an einer Stelle im Buch auch, es gibt so etwas wie Mental Gym, also ein Fitnessstudio fürs Gehirn. Muss ich mir wirklich das Hirn so vorstellen wie einen Muskel, den ich formen kann, wie ich möchte? Nun, ich sage oft, dass Neuroplastizität sowohl bewusst als auch unbewusst funktioniert. Meistens wird unser Gehirn durch äußere Kräfte geformt, auf die wir wenig Einfluss haben und derer wir uns meist nicht bewusst sind. Mit unserem Buch laden wir daher die Leser ein, mehr Verantwortung für ihr Gehirn zu übernehmen. Wir können unser Gehirn selber formen, indem wir positive und gesunde Geistesgewohnheiten trainieren. Wie sich zeigt, verändert sich das Gehirn durch entsprechende mentale Übungen, und zwar zum Besseren. Und diese Veränderungen im Gehirn schaffen wiederum eine Grundlage für langfristige Veränderungen in unserem Erleben und Verhalten. Das klingt für mich so lustig, wenn Sie sagen, wir können Verantwortung übernehmen für unser Gehirn. Übernehmen wir dann nicht Verantwortung für uns? Wir übernehmen Verantwortung für uns, ja. Aber auf die gleiche Weise, wie wir Verantwortung für unseren Körper übernehmen, wenn wir Sport treiben oder mehrmals täglich unsere Zähne putzen. Wir wissen, dass diese persönliche Körperhygiene wichtig ist. Wenn uns also bewusst wird, wie kostbar unser Gehirn, unser Geist ist in Bezug auf das, was uns als Menschen ausmacht, kümmern wir uns um unser Gehirn gleich sorgsam wie um unsere Zähne und unseren Körper. Daher lautet unsere Botschaft: Meditation ist etwas Einfaches und eine zwingende gesundheitliche Notwendigkeit für uns alle. Jetzt sagen Sie in diesem Buch ja auch, die Erwartungen sind extrem hoch und es werden dauernd Artikel geschrieben, in denen gesagt wird, Meditation verändert das Leben umfassend und eben nicht nur jetzt, Sie haben das schon gesagt, unsere Art und Weise, wie aufmerksam wir sind, sondern auch solche Dinge wie beispielsweise Schmerzverarbeitung. Wer regelmäßig meditiert, empfindet zwar auch Schmerz, aber erholt sich schneller davon. Aber auch zum Beispiel wird gesagt, die Telomere verändern sich und die Telomere sind verantwortlich für die Art und Weise, wie wir altern. Können Sie mir das genau erklären? Stimmt das? Sicher. Gehen wir zuerst nochmals einen Schritt zurück. Mit all dem befasst sich die wissenschaftliche Forschung.
Es kursieren viele Behauptungen bezüglich der Vorteile von Meditation, vor allem in den Medien. Und es ist wichtig, einige dieser Behauptungen mit Vorsicht zu genießen. Wir können zum Beispiel nicht alle unsere Krankheiten durch Meditation heilen. Dafür wurde sie auch gar nicht entwickelt. Aber nehmen wir die Telomere, nach denen Sie mich gefragt haben. Telomere sind biologische Merkmale unseres Alterungsprozesses. Wir alle werden älter. Das gehört zu unserer natürlichen biologischen Veranlagung. Aber die Frage ist, wie schnell wir altern. Bei gewissen Menschen erfolgt die Abnutzung der molekularen Maschinerie sehr rasch, bei anderen eher langsam. Laut gewissen Forschungsergebnissen kann Meditation diesen Alterungsprozess verlangsamen. Sie kann die Alterung nicht rückgängig machen, verlangsamt aber den Verkürzungsprozess der Telomere. Sie sind ja ein richtiger Pionier auf diesem Gebiet und eine unglaublich wichtige Fachperson. Als Sie damit angefangen haben, 1970, wollten Sie schon Ihre Doktorarbeit zum Thema Meditation schreiben. Da haben alle gesagt, vergessen Sie es, das ist das Ende Ihrer Karriere. Und Sie beschreiben in einem Buch auch und sagen in verschiedenen Interviews, es war eigentlich die Begegnung mit dem Dalai Lama, die damals für Sie deutlich gemacht hat, doch, ich versuche es trotzdem. Und dann sind Sie diesen Weg gegangen. Heute sind Sie sehr erfolgreich damit. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie den Dalai Lama getroffen haben? Dem Dalai Lama begegnete ich 1992 zum ersten Mal. Er bat mich und andere Wissenschaftler, mögliche Veränderungen im Gehirn von Menschen mit langjähriger Meditationspraxis zu erforschen. Er ermutigte mich, die Mittel der modernen Neurowissenschaften einzusetzen, um Qualitäten wie Güte und Mitgefühl im Gehirn nachzuweisen, anstatt nur die negativen Auswirkungen des Lebens zu erforschen. Denn bis zu dem Punkt hatte ich mich nur mit Stress, Not, Angst und Depressionen befasst. Er fragte mich, warum können Sie Ihre Messmethoden nicht einsetzen, um auch positive Gefühle zu untersuchen? Das hat mich wachgerüttelt. Ich lernte ihn also 1992 kennen. Damals begann unsere Beziehung. Inzwischen treffe ich ihn 2-3 Mal pro Jahr. Wenige Jahre nach unserer ersten Begegnung besuchte ich ihn in seiner Residenz im indischen Dharamsala. Da fasste er mich am Arm und bat mich auf seine direkte Weise, ich möchte, dass Sie unsere Meditationspraxis in eine weltliche Technik umwandeln und sie im Labor mit den strengsten wissenschaftlichen Methoden auf ihre Wirksamkeit hin testen. Wenn Sie herausfinden, dass unsere Art der Meditation nützlich ist, verbreiten Sie sie weltweit. Und genau das wurde zur Aufgabe meines restlichen Lebens. Sie wurden ja auch unter anderem berühmt mit den Studien, in denen Sie Mönche in das MRI-Gerät gesteckt haben. Sie haben sozusagen wirklich die Gehirne von meditierenden Mönchen untersucht. Und Sie unterscheiden in diesem neuen Buch Altered Traits auch zwei Wege der Meditation. Sie sagen, es gibt den tiefen Weg und es gibt den weiten Weg. Und die Tiefen, diejenigen, die den tiefen Weg gehen, die eben sehr intensiv täglich meditieren über viele, viele Jahre hinweg, die zeigen eben Hirnveränderungen, die nicht einfach so wieder weggehen, sondern die wirklich physiologisch messbar sind. Ich habe mir dann die Zahlen angeguckt und dann habe ich gedacht, okay, da muss man wirklich sehr lange meditieren. Sie nennen 27.000 Stunden, die diese Yogis oder diese Mönche meditiert haben. Das entspricht ungefähr ein bisschen mehr als 3 Jahre volle Lebenszeit. Das ist vielleicht für einen Anfänger ein bisschen frustrierend. Was ist mit einer Person, die, sagen wir mal, 3-mal die Woche 10 Minuten meditiert? Verändert das auch schon etwas? Ja, das ist eine äußerst wichtige Frage. Das nehmen wir sehr ernst. Als wir mit unserer Arbeit begannen, konzentrierten wir uns auf Mönche mit langjähriger Meditationserfahrung.
Denn sollten wir keine Veränderungen in ihrem Gehirn feststellen, würden wir auch nichts finden im Gehirn von Menschen, die weniger intensiv meditieren. Deshalb wollten wir mit diesen Experten beginnen und wir fanden tatsächlich Veränderungen. Das ermutigte uns, die Gehirne von Menschen mit weniger Meditationserfahrung zu untersuchen. Mit Anfängern können wir präzisere Forschung betreiben, denn wir können nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Testpersonen anweisen, zu meditieren und sie mit Personen vergleichen, die nicht meditieren. In diesen streng kontrollierten Studien haben wir dokumentiert, dass man schon nach 7 Stunden Meditation Veränderungen im Gehirn nachweisen kann. Und diese 7 Stunden müssen nicht aneinander sein, sondern das können immer mal wieder 2 Minuten sein? Oder gibt es auch eine Mindestdauer, die man dranbleiben muss pro Session? Das ist eine sehr gute Frage. Und meine ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht. Wahrscheinlich ist das von Mensch zu Mensch verschieden. Angenommen, Sie wollen täglich 30 Minuten meditieren. Ist es besser, dies am Stück zu tun oder 3 mal 10 Minuten bzw. 10 mal 3 Minuten zu meditieren? Wir wissen es schlichtweg nicht. Das bringt mich zu einer anderen Frage. Im Silicon Valley wird ja auch sehr viel meditiert, aber gleichzeitig gibt es da auch viel Forschung zum Thema Neuroenhancement. Und wenn man jetzt, gesetzt der Fall, man könnte eines Tages mit, keine Ahnung, irgendwelchen elektronischen Stimuli das Hirn an einen Punkt bringen, in dem es diese 27.000 Stunden Meditation einfach so geschenkt kriegt, würden Sie das bedauern? Denken Sie, es ist wichtig, diesen Weg zu gehen? Oder denken Sie, nein, eigentlich ist das Ziel, einfach so ein Hirn zu haben? If it were really true, that a specific form of neurostimulation, wenn man durch Neurostimulation tatsächlich dieselben Veränderungen im Gehirn bewirken könnte wie durch langjährige Meditation, man also auf diese Weise schnell das gleiche Resultat erzielen würde, warum nicht? Ich bin jedoch höchst skeptisch. Als Neurowissenschaftler finde ich es anmaßend zu behaupten, wir wüssten genug über die Veränderbarkeit des Gehirns, um solche Veränderungen durch Neurostimulation herbeiführen zu können. Ich bin ziemlich sicher, dass dies heutzutage nicht möglich ist. Das Gegenteil zu behaupten wäre Charlatanerie, denn es stimmt nicht. Die Veränderungen des Gehirns sind zu komplex, zu kompliziert. Im Moment gibt es keinen Ersatz zur Meditationspraxis. Der Dalai Lama sagte uns einmal im Scherz, wenn Sie eine Pille entwickeln könnten, die mein Mitgefühl unendlich steigert, oder wenn Sie durch eine Operation mein Gehirn so verändern könnten, dass ich mitfühlender würde, wäre ich sofort dabei. Ich verstehe absolut, dass Ihre Skepsis vor allem eine wissenschaftliche ist, und die ist wahrscheinlich ja auch wirklich berechtigt, so wie Sie es beschreiben. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es aber auch noch eine Skepsis, die vielleicht mehr spiritueller Art ist. Es ist ja so, dass diese ganze Achtsamkeitsmeditation kommt aus der Übersetzung des Pali-Wortes Sati. Und Sati ist nur ein Teil dieses sogenannten edlen achtfachen Pfades. Und da würde man ja denken, naja, Meditation ist ein Teil eines ganzen spirituellen Prozesses. Und da kann man nicht eben mit einem Chip oder einer kleinen Stimulation verschiedene Dinge einfach überspringen, sondern es geht darum, auch an sich zu arbeiten. Würden Sie das auch unterschreiben oder denken Sie, ach, lassen Sie uns diese spirituelle Basis einfach mal kurz beiseite schieben? Nein, dem stimme ich zu. Es gibt wichtige Kriterien, die man in der klassischen Meditationsliteratur findet, welche die Meditation in einen weit größeren Zusammenhang stellen. Dahinter steht eine Weltanschauung, die auf ethischen Grundregeln beruht.
Wenn wir uns also auf ein Kissen oder einen Stuhl setzen, um zu meditieren, tun wir das nicht nur für uns selbst. Vielmehr beruhigen wir unseren Geist und öffnen unser Herz mehr zum Nutzen unserer Mitmenschen als für uns selber. Diese altruistische Motivation ist sehr wichtig, wahrscheinlich wichtiger als die gewählte Meditationstechnik. Das wurde jedoch noch nicht erforscht. Daher befassen wir uns momentan in unserem Zentrum damit. Dies sind wichtige Bereiche des spirituellen Weges, denen wir mit wissenschaftlichen Fragen auf den Grund gehen wollen. Es gibt also noch viel mehr zu erforschen als die Frage der Meditationstechnik, die bisher die wissenschaftliche Arbeit auf diesem Gebiet beherrscht hat. Es gibt ja auch Kritik an diesen ganzen Achtsamkeitskursen, gerade in Unternehmen. Also wenn man an Google, SAP, Ford, Disney, Novartis, was auch immer denkt, Unternehmen, die Gratiskurse anbieten in Achtsamkeit für ihre Mitarbeitenden, dass gesagt wird, denen geht es eben gar nicht darum, Mitgefühl zu kultivieren oder die Menschen wirklich zu unterstützen auf ihrem Weg in ein glücklicheres Leben, sondern es geht einfach darum, sie stressresistenter zu machen. Und dann wird Achtsamkeit plötzlich so etwas wie eine Komplizin auf dem Weg zu einem absolut kalten Wirtschaftssystem, in dem jeder einfach auf Höchstleistung trainiert wird. Teilen Sie diese Kritik oder haben Sie da selber auch eine Befürchtung oder denken Sie, nein, das müssen wir nicht so eng sehen? Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Während meiner Arbeit in der Geschäftswelt bin ich den unterschiedlichsten Anwendungen von Achtsamkeitsübungen und ähnlichen Praktiken begegnet. Einige gehören genau in die von Ihnen beschriebene Kategorie. Denn hinter diesen Meditationsangeboten erkannte ich die berechnende und leicht manipulative Absicht, die Angestellten dadurch stressresistenter und gefügiger für den Geschäftsalltag zu machen. Aber ich erlebte auch CEOs und Firmenchefs mit einer völlig anderen, viel gesünderen Einstellung. Sie gehen zum Beispiel davon aus, dass letztlich alle profitieren, wenn ihre Angestellten glücklich zur Arbeit erscheinen. Meditation hat einen positiven Einfluss auf deren Arbeitseinstellung, ist aber ebenso gut für die Ehepartner und ihr übriges Umfeld. Sie sind engagierter und kündigen seltener. Das bringt allen sehr viel. Es scheint also eine Win-Win-Situation zu sein. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann kriegt man wirklich den Eindruck, jeder sollte meditieren dürfen, wenn er es möchte. Nun gibt es aber viele Leute, die sagen, ich habe einfach keine Zeit dafür. Ist das eine Ausrede? Nun, ich höre sehr oft, dass Leute dafür keine Zeit haben. In unserem Zentrum arbeiten wir momentan an einem großen Projekt mit dem Ziel, mehr Meditationsangebote am Arbeitsplatz zu schaffen. Das ist Teil der sogenannten Health and Minds Initiative. Unter anderem entwickeln wir eine digitale Plattform. Es gibt aber auch noch andere Bereiche. Dabei ist uns etwas sehr wichtig. Wenn jemand absolut keine Zeit hat zu meditieren und ihm allein der Gedanke, sich Zeit nehmen zu müssen für eine Entspannungstechnik schon Stress verursacht, sagen wir, Sie müssen keine einzige zusätzliche Minute dafür einsetzen. Aber Sie können trotzdem meditieren. Wir zeigen Ihnen, wie es geht. But you can still meditate. And here's how you do it.
Wir bitten solche Leute, ein paar alltägliche Verrichtungen aufzuzählen, die sie intellektuell nicht fordern. Die haben wir alle, sei es der Arbeitsweg, Putzarbeiten, der Abwasch, Wäsche machen, was auch immer. Dann geben wir ihnen ein paar einfache Meditationsübungen, die sie sich anhören können, während sie andere Dinge verrichten. Aber Moment mal, was ist das genau? Meditierend abwaschen, wie funktioniert das? Es ist Meditieren beim Erledigen alltäglicher Verrichtungen. Es geht vor allem um die Haltung und die Qualität der Achtsamkeit. Denn wie einige Meditationslehrer beschrieben haben, ist der Fokus auf die Achtsamkeit etwas Fundamentales, das alle Meditationsformen verbindet. Gestern war ich im Frühlingswald unterwegs und habe darüber nachgedacht, dass dieses Gewahrsein, diese Achtsamkeit ja damit zu tun hat, ganz im Moment auch zu sein, sich auf die Schritte zu konzentrieren, die Vögel zu hören, die Pflanzen zu sehen, zu riechen, den Bärlauch beispielsweise jetzt im Frühling. Und dann habe ich plötzlich mich dabei ertappt, ich gedacht habe, vielleicht werden auch meine Telomere wieder ein bisschen länger. Und dann war ich fast ein bisschen enttäuscht und habe gedacht, ich schätze die Arbeit von Herrn Davidson sehr, aber ist es nicht auch schade, wenn ich dann beginne, dauernd daran zu denken, was das noch für Side-Effects haben könnte, außer dem Umstand, dass es einfach schön ist, ganz im Moment zu sein? Das ist eine sehr wichtige Beobachtung. Und ich würde Ihnen empfehlen, nehmen Sie es einfach wahr und nützen Sie es als Achtsamkeitsübung. Alles kann nützlich sein. Nehmen Sie wahr, dass Sie abgelenkt werden vom Gedanken, dass Meditieren nützlich sein könnte. Aber behandeln Sie diesen Gedanken nicht anders als andere Gedanken. Es sind nur Gedanken. Das ist in Ordnung. Wichtig ist, dass Sie nicht daran hängen bleiben. Der Dalai Lama hat mir erzählt, dass er manchmal beim Meditieren überlegt, dass er dadurch sein Gehirn verändert. Das motiviert ihn. Daran ist nichts falsch, solange man sich davon nicht zu sehr aufhalten lässt. Ich würde gerne zum Schluss tatsächlich noch darauf zu sprechen kommen, dass Sie ja wirklich der Meinung sind, es ist ganz wichtig zu sehen, dass Mitgefühl zu kultivieren ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Art der Meditation ist. Wenn ich an die Situation beispielsweise in Syrien denke, dann frage ich mich, wie können wir diese Situation verändern? Und ist das beispielsweise etwas, was Sie auch beschäftigt? Wie kriegen Sie die Meditation in die Politik rein? Ich denke, um wirklich schwierige Konflikte auf der Welt lösen zu können, müssen wir mit der jüngeren Generation beginnen, die noch keine festgefahrenen Einstellungen hat. Gut belegte Forschungsergebnisse zeigen klar, dass jeder Mensch mit einer Neigung zu Warmherzigkeit, Sozialkompetenz und Güte geboren wird. Das ist Teil unserer menschlichen Natur. Wenn wir wählen können, entscheiden wir uns für kooperative, soziale und humane Lösungen und reagieren nicht egoistisch oder aggressiv. Schon bei Kleinkindern kann man diese Tendenz beobachten. Wenn wir also empfehlen, zu meditieren, um Mitgefühl zu kultivieren, sagen wir nicht, man solle einen Gemütszustand neu erfinden, sondern vielmehr eine Qualität erkennen und fördern, die bereits vorhanden ist. Ähnlich wie bei der Sprache. Jeder Mensch wird geboren mit der Veranlagung, sich sprechend mitzuteilen. Aber um diese Fähigkeit zu entwickeln, müssen wir in einer Gemeinschaft aufwachsen, die mittels Sprache kommuniziert. In den seltenen Fällen, in denen Kinder in der Wildnis aufwachsen, entwickeln sie keine normale Sprachfähigkeit. Wenn wir also mit der jüngeren Generation beginnen und diese Qualitäten in Kleinkindern kultivieren und stärken, verbessern sich die Chancen für unsere Welt markant.
Deshalb beinhaltet ein großer Teil unserer Arbeit die Bildung und Früherziehung. Unsere jüngste Arbeit befasst sich sogar mit vorgeburtlichen Einflüssen. Die Sternstunde Religion hat gerade vor unserem Gespräch einen Film gezeigt mit dem Titel Schule der Achtsamkeit, wo es genau darum geht, wie wir Achtsamkeit in Schulen einbinden können, diese Meditationskurse für Kinder. Vielleicht ganz zum Schluss, Sie haben am Anfang unseres Gesprächs gesagt, es geht nicht nur darum, unser Hirn zu trainieren, in einem Art Mental Gym unser Gehirn zu erweitern, sondern es geht auch darum, negative Einflüsse wegzulassen oder von uns zu weisen. Wovon sollten wir uns fernhalten, Herr Davidson? Es geht nicht so sehr darum, uns von negativen Einflüssen fernzuhalten. Wir müssen vielmehr unsere Beziehung dazu verändern. Unglücke passieren. Niemand ist davor gefeit. Das Leid gehört zum Menschsein. Wir alle leiden. Das liegt in unserer Natur. Die Frage ist daher, wie gehen wir damit um? Wie reagieren wir auf Schicksalsschläge? Eine wichtige Fähigkeit, die man sich durch diese Meditationspraktiken aneignet, ist Resilienz. Man lernt, sich schneller zu erholen. Und das ist sehr wichtig für unser Wohlbefinden. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke sehr. Gern geschehen. Ob Meditation die Welt verändern kann? Theodore Seldin, den ich jetzt gleich in Zürich treffe, ist da skeptisch. Der britische Historiker, der lange Zeit die französische Regierung und verschiedene Kommissionen der EU beraten hat, sagt, Meditation lenke den Blick immer nach innen. Dabei liege das große Abenteuer unserer Zeit in der Welt da draußen, in der Begegnung mit anderen Menschen. Bei mir sitzt jetzt Theodore Seldin, emeritierter Professor für Geschichte an der Universität Oxford und gefragter Berater von Unternehmen und Regierungsorganisationen. Und er äußert sich in Interviews immer wieder kritisch über den Meditationsboom. Was stört Sie daran, wenn alle meditieren? Nicht mehrmals. Ich äußerte mich nur einmal kritisch, und das war in einem völlig anderen Zusammenhang. Doch sofort stürzten sich die Reporter, die Sklaven dieser neuen Therapie, darauf und veröffentlichten es. Es geht mir bei der Meditation gleich wie bei Lebensmitteln. Wenn Sie zum Beispiel Gemüse kaufen, wollen Sie wissen, woher es kommt, in was für Erde es gezogen wurde, welche Pestizide dabei zur Anwendung kamen und so weiter. Das Gleiche gilt für die Meditation. Was ist ihr Ursprung? In erster Linie der Buddhismus. Doch unsere Meditationsformen haben nichts mit Buddhismus zu tun. Ähnlich wie in unseren indischen Restaurants, wo nicht indisches Essen serviert wird, sondern eine westliche Version davon, sind unsere Meditationsformen zugeschnitten auf die westlichen Kapitalisten, auf all jene, die dafür bezahlen. Zudem wurde die Meditationspraxis von den Leuten, die sie in der westlichen Welt einführten, stark verändert. Also eine Kritik wäre für Sie, man nimmt irgendwie nur einen Teil davon und sieht nicht die ganze Geschichte hinten dran. Aber ich hatte schon den Eindruck, also das, was ich gelesen habe von Ihrer Kritik, war doch ein bisschen umfangreicher als nur ein Satz. Und da sagen Sie beispielsweise, Meditation lenke eigentlich vom Denken ab. Und das ist ja erstmal interessant, weil Meditation will ja eigentlich Konzentration. Nun ja, lassen Sie mich fortfahren. Der Ursprungsort der Meditation ist wie der von Facebook, die Harvard University. Richard Davidson, Daniel Goleman und alle diese anderen Wissenschaftler lernten sich an der Harvard University kennen, zur gleichen Zeit, als ich dort Gastdozent war. Sie waren damals Studenten.
Zu jener Zeit, in den frühen 1970ern, gab es viele verlorene Seelen, die in der Hoffnung auf Erlösung nach Indien reisten. Sie waren begeistert, denn was sie dort erlebten, war neu für sie. Und sie brachten es nach Hause. Ausschlaggebend waren also die Sorgen der 1970er Jahre. Seither sind fast 50 Jahre verstrichen und es hat sich sehr vieles verändert. Wir haben uns von einer Industriegesellschaft zu einer Dienstleistungsgesellschaft entwickelt. Die Weltbevölkerung hat sich verdoppelt. Wir haben neue Sorgen wegen der Umwelt und so weiter. Daher sind die Ideen des frühen Buddhismus nicht mehr auf unsere Zeit anwendbar. Aber kommen wir noch einmal zum Punkt zurück, der mich auch interessiert. Diese Idee, dass Meditation vom Denken ablenkt. Was genau meinen Sie damit? Also eine These, die Sie in Ihrem Buch Gut Leben, ein Kompass der Lebenskunst vertreten, ist ja, dass Sie sagen, Denken ist anders als viele Leute meinen, eine gesellige Aktivität. Die findet eben nicht nur zu Hause am Bürotisch statt oder auf dem Meditationskissen, sondern es geht um etwas Geselliges. Genau. Lassen Sie mich meine Erläuterungen zu Ende führen. Ich sage, bei dieser Meditationspraxis geht es darum, sich auf sich selber zu konzentrieren, auf den eigenen Atem, auf den Augenblick. Für mich ist das keine Konzentrationsübung, sondern etwas, das Sie von allem anderen ablenkt. Es ist das Gegenteil von Konzentration. Sich zu konzentrieren heißt, alle Aspekte des Lebens zu betrachten und herauszufinden, wie sie miteinander zusammenhängen. Es ist die Fähigkeit, Botschaften zu empfangen und im Gehirn zu verarbeiten. Aber wie erklären Sie sich dann den Boom? Nun, gemäß kürzlich veröffentlichter Statistiken machen 8% der US-Amerikaner Achtsamkeitsübungen. Weitere 8% konsumieren Beruhigungsmittel und Antidepressiva. Laut dieser Studie können Leute, die während 5 Jahren Medikamente wie Prozac konsumieren, diese danach nicht mehr absetzen. Bis jetzt hat aber niemand erforscht, ob die Leute, die sich 20 Jahre lang in Achtsamkeit üben, davon abhängig werden, ihren Atem zu beobachten und im Augenblick präsent zu sein. Grundsätzlich ist das sehr lobenswert. Meditierende wollen ihren Schmerz und ihr Leid lindern, was sehr gut ist. Doch was können wir sonst tun? Wir können unsere Neugier nutzen. Die großen Denker und Künstler der Vergangenheit haben die Welt betrachtet und gesagt, unsere Welt ist anders, als sie zu sein scheint. Wir sollten sie entdecken, anstatt uns zu bemühen, normal, ruhig und zufrieden zu sein. Natürlich sind zufriedene Bürger für Regierungen sehr angenehm. Als Cameron britischer Premierminister war, investierte er Geld in Achtsamkeitstrainings, denn er wollte zufriedene Bürger, die sich nicht beschwerten und keine Revolution lancierten. Und das fand ich sehr interessant an Ihrem Buch, dass Sie gesagt haben, eigentlich beginnen wir, die gesellschaftlichen Probleme zu verlagern auf die individuelle Ebene. Also statt dass wir Politik betreiben, legen wir uns auf die Couch. Und das kritisieren Sie. Das stimmt, Sie haben recht. Goethe sagte, ich will mich nicht kennen. Ich würde verrückt, ich würde wegrennen, wenn ich mehr über mich wüsste. Zudem kann man sich gar nicht kennen, denn ein Teil ihres Selbst hängt davon ab, was andere über sie denken. Sie machen sich Illusionen über sich. Vielleicht noch ein Punkt bei dieser ganzen Kritik an der Meditationsbewegung. Also offenbar kennen Sie ja wirklich die Wurzeln auch. Sie haben am Anfang des Gesprächs Goleman auch erwähnt, der sozusagen der Erfinder ist der emotionalen Intelligenz, der dieses Buch geschrieben hat mit Richard Davidson zusammen über die Charakterzüge, die in der Meditation ausgebildet werden. Und darüber habe ich eben gerade vorhin mit Richard Davidson auch gesprochen. Und ein Stück weit sagen die beiden aber auch,
ganz klar, mit Meditation können wir die Welt verändern. Und zwar deswegen, weil Meditation uns mitfühlender macht. Glauben Sie auch das nicht? Was mir in allen Werken dieser Wissenschaftler fehlt, sie schreiben nichts über die Welt, außer dass sie sie verändern wollen. Doch wie weiß man, wie die Welt ist? Leute wie Davidson sind große Bewunderer des Dalai Lama, dieses feinen Mannes, der Dinge sagt, die den Amerikanern sehr gefallen. Er ist tatsächlich äußerst charmant, aber ein Oberhaupt im Exil. Falls die Tibeter frei und unabhängig werden und er zurückkehrt, kann er sein Amt als ihr Oberhaupt ausüben, obwohl er das inzwischen gar nicht mehr will. Doch dann wird er zum Politiker, und Politiker haben kein einfaches Leben. Die Beziehung zwischen Religion und Machtpolitik ist seit jeher spannungsgeladen. Und was fehlt in der Meditation, ist das Wissen um das, was in der Welt passiert. Das kann man nur herausfinden, wenn man an die Orte des Geschehens geht, mit verschiedenen Menschen spricht und erkennt, dass alles so kompliziert ist, dass man die Welt nicht ändern kann. Und da sind wir, glaube ich, bei einem ganz wichtigen Punkt auch Ihrer, ich sage jetzt trotzdem mal, Philosophie, auch wenn Sie sagen, Sie sind kein Philosoph, Sie haben aber auch gesagt, Sie sind nicht wirklich ein Historiker, obwohl Sie ein hochdekorierter Historiker sind. Aber Sie haben am Anfang, als wir uns getroffen haben, gesagt, ich bin in erster Linie jemand, der in keine Box gesteckt werden will. Ich behaupte Sie jetzt trotzdem mal darauf, in Ihrer Philosophie sagen Sie, etwas, was wir lernen müssen, ist, richtig miteinander zu sprechen. Statt meditieren müssen wir Gespräche führen. Was genau ist die Kunst des Gesprächs oder was kann das Gespräch, was die Meditation nicht kann? Sehen Sie, ursprünglich sagte man sich in Gesprächen, was man voneinander erwartete. Die meisten Menschen konnten sich nicht gut ausdrücken. Auch heute können das viele nicht. Kürzlich machte ich eine Entdeckung, als ich mit Leuten sprach, die Kinder unterstützen. Sie erzählten mir, dass sich diese Kinder in ihren Familien nicht miteinander unterhalten. Sie sitzen vor dem Fernseher oder beschäftigen sich mit ihren Smartphones. Sie haben nicht gelernt, miteinander zu sprechen. Das lernt man im Zusammensein mit älteren Familienangehörigen, die interessante Dinge diskutieren. Früher wagten es viele nicht, sich ins Gespräch einzubringen, weil sie sich nicht gewählt ausdrücken konnten. Dass man dies lernt, ist ein neues Phänomen und nur wenige können es wirklich. Denn viele, die von sich behaupten, sie könnten Gespräche führen, halten Monologe. Wie Politiker, die nur sprechen und nicht zuhören. Wir müssen aber nicht die alte Gesprächskultur wieder entdecken, sondern eine neue erfinden. But invent a new conversation. Sie haben 2001 die Oxford Muse Foundation gegründet. Und diese Foundation, diese Stiftung, da geht es eben darum, dass wir einander Musen sein können und dass wir wieder lernen, richtig Gespräche zu führen. Da gibt es Gespräche, die Sie organisieren, Tischrunden, wo man sich trifft mit den unterschiedlichsten Leuten. Da wird man, glaube ich, zufällig zusammengesetzt. Was genau machen Sie denn weiter? Also wie lernt man denn anderen, wie bringt man das anderen Menschen bei, richtig Gespräche zu führen? Ich bringe niemandem etwas bei. Ich lasse die Leute von sich selber lernen. Wichtig ist, dass man weiß, wovon man spricht. Viele Menschen sprechen gern über sich selber. Und das große Problem für sie ist, dass sie niemanden finden, der ihnen zuhört. Diese Gelegenheit gebe ich ihnen. Ich heiße alle willkommen, die dabei sein wollen. Ich lade Arbeitslose ein und ehemalige Häftlinge, hatte aber auch schon Workshops mit den Reichsten der Welt in der Schweiz am Weltwirtschaftsforum in Davos. Ich mache Begegnungen zwischen Menschen möglich, die sich normalerweise nicht treffen würden. So habe ich Türken eingeladen, mit Armeniern zu sprechen, obwohl sie diese hassen. Das funktioniert, weil ich sie über Dinge sprechen lasse, die ihnen wichtig sind. Und was ist wichtig für sie? Die Beziehung zu ihren Familien und ihren Freunden, ihre Einsamkeit, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Probleme mit ihren Kindern, zutiefst menschliche Dinge.
Ich gebe ihnen eine Art Menükarte, wie man sie im Restaurant bekommt. Analog zur Aufteilung in Fleisch- und Fischgerichte und Desserts liste ich verschiedene Kategorien mit unterschiedlichen Fragen auf. Dieses Buch, das ich eben publiziert habe, enthält viele solche Fragen, über die man sich auch unterhalten kann. Es sind allgemeine Fragen, die alle betreffen. Ich vermeide Politik, Wirtschaft und solche Dinge. Die Teilnehmer sollen nur über das reden, woran ihnen wirklich liegt. Und alle sagen mir, sie hätten bisher nie Gelegenheit dazu gehabt. Aber es geht ja schon auch darum, dass wir wirklich das Privatleben in die Gespräche hineinbringen, dass wir unsere Seelen sozusagen öffnen und im Gespräch uns offenbaren. Vielleicht kann man so metaphorisch sprechen. Das scheint Ihnen wichtig zu sein. Es passiert Folgendes. Teilnehmer sagen oder schreiben mir nach den Workshops, in diesen Gesprächen habe ich so viel über mich gelernt wie über mein Gegenüber. Denn ich war gezwungen, Dinge zu erklären, die mir zuvor nicht klar waren. An diesen Gesprächen nehmen Leute aus allen Berufszweigen teil. Manche finden am Arbeitsplatz statt, damit sich die Angestellten besser kennenlernen. Andere organisiere ich mit Anhängern verschiedener politischer Parteien. Da sollen Leute, die Trump unterstützen, und solche, die Trump hassen, miteinander sprechen. So finden wir heraus, was ihnen wirklich wichtig ist. Denn bei Abstimmungen fällen die Leute ihre Entscheidungen aus allen möglichen Gründen. Beim Brexit ging es für viele nicht um Europa, sondern darum, wie sie in ihrem Privatleben darunter leiden und unzufrieden sind. Sie schreiben an einer Stelle, dass ein gutes Gespräch ein bisschen ist wie der richtige Umgang mit Karten. Und wenn wir Karten spielen, dann kriegen Sie Karten und ich kriege Karten. Und normalerweise tauschen wir irgendwie Karten aus. Und Sie sagen, das ist nicht das Ende des Gesprächs. Sondern was Sie möchten, ist, wir kreieren irgendwie neue Karten. Also die verwachsen sich. Sie sagen irgendwo auch, es geht darum, nicht einfach Argumente auszutauschen, sondern die Gedanken sollen sich umarmen. Das sind alles wunderschöne Bilder. Was genau würde es heißen, eine neue Karte zu erschaffen? Nehmen wir Pro-Brexit, Contra-Brexit. Wir können die Argumente austauschen, ich kann lernen, sie zu verstehen, aber irgendetwas scheinen Sie darüber hinaus zu wollen. Yes, indeed. Tatsächlich. Zuerst einmal will ich, dass die Leute entdecken, wie schwierig und komplex jede normale Person ist. Die Medizin konzentriert sich auf kranke Menschen. Aber Gesunde sind fast noch komplizierter. Warum denn? Weil so viel im Gehirn vor sich geht. Ich vergleiche es gern mit einem Antiquitätenladen, der vollgestopft ist mit allerlei Krimskrams, mit Vorurteilen aus früheren Jahrhunderten, mit Ideen und Aberglauben. Wir alle sind so. Ich weiß nicht, was für eine Sammlung von Ramsch Sie in Ihrem Gehirn haben. Ich habe keinen Chunk in meinem Brain. Es hängt davon ab, was für Bücher Sie gelesen haben, andere als ich wahrscheinlich, und wie Sie von Ihrem Großvater beeinflusst wurden und so weiter. Mit jedem Menschen, den wir kennenlernen, entdecken wir ein faszinierendes Geheimnis. Sie kennenzulernen ist ein großes Vergnügen für mich, denn bei jeder Begegnung entdecke ich eine ganze Welt von Du zu Du. Nicht ein System, das uns sagt, jeder Mensch sei so oder so. Das heißt, die neue Karte wäre so etwas wie, Sie sehen die Welt nach dem Gespräch anders. Sie haben nicht nur den Chunk in meinem Hirn gesehen, sondern Sie sehen die Welt da draußen anders. Richtig. Und darum nenne ich meine Stiftung Muse. Weil alle Poeten gerne ihre Musen haben, die sie inspirieren. The Muse is what all poets like to have, who inspires them. Ich will sie nicht zu irgendetwas bekehren. Ich halte ihnen keine Predigt oder versuche sie, wie die Vertreter der Achtsamkeitsbewegung, davon zu überzeugen, dass sie geheilt werden. Ich bin kein Therapeut. Ich glaube ganz einfach, es ist möglich, dass irgendwelche Gedanken, die mir zufällig in den Sinn kommen, bei ihnen Anklang finden, zu ihrem Ramsch passen und somit nützlich sind für sie. Und so können wir alle irgendwie Musen einander sein? Das finde ich auch wiederum ein sehr, sehr schönes Bild. Gibt es nie die Situation, dass Sie sich in einem Gespräch langweilen und zugeben müssen, das war jetzt kein Musengespräch, kein Musenkuss?
Sie sind selber schuld, wenn Sie gelangweilt sind. Ja? Ja, denn Sie denken nicht gründlich genug darüber nach, warum Sie diese Person langweilt. Ich spreche zum Beispiel mit Leuten, die sich für den Austritt aus der EU entschieden haben. Interessanterweise haben sich sehr intelligente Leute dafür entschieden. Und einige arme Kerle, die meinten, dadurch würde die Welt irgendwie besser. Sie dachten sich nichts dabei. Sie hatten genug von der Bürokratie der EU. Es war ihnen nicht bewusst, dass diese nicht schlimmer ist als jede andere Bürokratie. Warum waren sie so beschränkt? Sie wussten zu wenig darüber. Man lässt sich also auf ein Gespräch ein und lernt ständig voneinander. Das meine ich mit Neugierde. Wenn Ihr Gehirn aktiv ist, stößt es auf interessante Dinge. Damit will ich sagen, wir unterhalten uns von Du zu Du. Manchmal wird daraus Freundschaft, manchmal heiraten Leute, die sich zufällig begegnen. Manchmal verbessert es auch die Atmosphäre. Es ist zudem sehr nützlich für Ausländer, die in unserem Land fremd sind und sich so kennenlernen können. Ich lernte viel von Mördern, die ich in solchen Gesprächen kennenlerne. Sie erweisen sich als nette Menschen. Warum haben sie einen Mord begangen? Weil sie betrunken waren. Sie kamen ins Gefängnis und lernten dort lesen und schreiben. Ich habe noch was anderes mitgebracht. Das spielt auch eine Rolle in Ihrem Buch, nämlich der Panda. Und Sie sagen nämlich sowas wie, wir sind keine Panda-Bären. Und Panda-Bären haben Ihrer Meinung nach ein Problem. Die essen nämlich nur Bambus. Das stimmt nicht ganz. Die essen ja auch noch ein paar andere Pflanzen. Aber in erster Linie fressen sie Bambus. Und Sie sagen, wir sind keine Panda-Bären. Wir sind nämlich großartige Wesen. Wir können so ziemlich alles essen und verdauen. Und eben auch ganz viele Gedanken verdauen. Und genau darum geht es. Es geht darum, wie Sie sagen, unseren Geschmack ständig zu erweitern. Das heißt, das gute Leben besteht für Sie darin, immer wieder den Geschmack zu erweitern. Ja, heutzutage befassen sich viele mit der Frage, wie man kreativ sein kann. Man geht davon aus, Kreativität komme aus uns heraus und sei immer etwas Positives. Nun, Sie können auch kreativ sein und etwas Böses tun. Ich spreche daher lieber von Erzeugung statt von Kreativität. Das heißt, wenn ein Mann und eine Frau sich begegnen, dann entsteht vielleicht ein Kind. Und dieses Kind ist sicher anders als die Eltern. Immer. Es ist anders, als sie erwartet hatten. Früher versuchten die Eltern, ihre Kinder so zu formen, wie sie es für richtig hielten. Und sie scheiterten. Meine Idee der Muse ist die Zusammenarbeit. Anstatt vom Individuum zu sprechen, diesem modernen Ideal oder der Alternative, dem Kollektiv, spreche ich über Paare. Darunter verstehe ich nicht nur Liebespaare. Nicht nur Liebespaare, sondern irgendwelche Paare, die zusammen etwas produzieren, indem sie Ideen voneinander übernehmen. Sie stellen zum Beispiel Ihre Fragen mit viel Humor. In der Meditation gibt es keinen Humor. Naja, Dalai Lama ist eine sehr, glaube ich, humorvolle Person. Er ist ja berühmt für sein Lachen. Ja, aber Sie müssen verschiedene Arten von Humor verstehen. Das wollte ich in meinen Büchern erforschen. Ich begann damit in Frankreich, als ich ein Buch über Frankreich schrieb. Ich wollte den Humor anderer Länder und anderer Menschen verstehen. Der Humor ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Manchmal ist er gehässig, manchmal satirisch, einfühlsam oder fantastisch, wie in Alice im Wunderland. Doch der Humor, der mich am meisten interessiert, ist der Humor, der die Wahrheit aufdeckt, der einen nicht auf den Arm nimmt. Which is not fooled. And, was haben Humor und Wahrheit miteinander zu tun? Könige hatten früher ihre Narren. Ja. Diese sagten dem König, was ihm keiner zu sagen wagte. Nur der Narr hatte die Erlaubnis, dem König die Wahrheit zu erzählen.
Er sagte zum Beispiel, dieser Minister wickelt sie um den Finger, um etwas von ihnen zu bekommen. Und das war die Wahrheit. Und wo sind denn die Narren heute? Es gibt wenige solche Menschen. Denn es ist sehr gefährlich, ihrem Vorgesetzten oder Leuten, die sie kontrollieren können, offen die Wahrheit zu sagen. Alle warnen dich, du darfst niemanden beleidigen. Man soll zum Beispiel keine religiösen Themen anschneiden, um keine Gläubigen zu beleidigen. So versuchen wir, die Wahrheit zu verschleiern. Für mich ist die Wahrheit ein Diamant. Ein Diamant hat verschiedene Facetten. Im Lauf der Zeit verstanden es die Diamantenschleifer immer besser, möglichst viele dieser Facetten herauszuschaffen. Und jede reflektiert das Licht anders. Heute haben wir uns auf unterschiedliche Tätigkeiten spezialisiert und sehen verschiedene Facetten der Wahrheit. Mich interessiert, wie Sie die Wahrheit sehen, wie alle Menschen darüber denken. Und dann versuche ich, all das zu ordnen. Ja, ich glaube, wenn wir zurückblicken auf das Gespräch mit Richard Davidson, er glaubt, unser Leben wird besser und die Menschheit wird besser, wenn wir meditieren. Sie glauben, unser Leben und die Menschheit vielleicht auch wird besser, wenn wir miteinander sprechen und vor allem auch neugierig bleiben, denn lebendig sein ist alles. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Theodore Seldin. Ich sage nicht, es werde besser. Es wird anders, lebendiger. Sie entdecken, wie das Leben ist. Manchmal ist es gut, dann wieder schlecht. Es ist eine Mischung. Sie können es nicht besser machen. Lassen Sie sich nicht täuschen, ich bin kein Utopist. Vielen Dank für diese Präzisierung, Theodore Seldin. Danke, dass Sie hier waren.